Ich habe schon ein Dings gezogen, Jungs. Ich habe schon ein Dings gezogen, einen von den Magazinen hier. Durch Liegen-SBC. So Müllpacks geöffnet. Silverpacks war das gewesen. Einfach so ein Silverpack habe ich eingezogen. Ich war voll verwundert, ey. Ja, ist einer, glaube ich, der schlechteren, aber egal. Take it. Der war noch da hinten versteckt, der war nicht mal vorne angezeigt. Schön haben wir am Laggen, wie immer. Makengo, Alter, einfach gezogen aus dem Silverpack. Tauschbar, ist glaube ich nichts wert. Je nachdem, ob der ein Upgrade bekommt, könnte aber noch krass werden. Nein, wird. Okay, 25 Packs haben wir, Chat. 25 Packs. Paar gute, paar schlechte. Gucken wir mal. 3, 5, 7,5er. 15 halbe, hier halber. Oh, 4 halbe Dings hier. 25k Pack, doppelte Dings. Paar Rating Packs. Und die zwei Fobi von gestern. Okay, dann können wir ja noch recraften. Also, paar Packs haben wir auf jeden Fall heute. Schauen wir mal, ob wir das ziehen können. Let's get it. Let's get it. Let's get some Packs in. Ah, der Justin auch mal hier im Start. Als ob, yay. Griezmann noch mal. I take another Griezmann. Okay, können wir abgeben in der SBC. Another Greasy Griezmann. Als ob, yay. Okay, komm. Könnte mal hier heute nichts gezogen, yay. Ich glaube, ich gehe gleich auf die PS4, Junge, wenn jetzt nichts kommt. Bruno aber dann jetzt. Ja, okay, Bruno ist okay, ist nice. Oh, kurz beschweren und wieder im Walkout mal abholen. We'll take that. Gutes Futter. We take that, EA Sports. That's a nice one. That's a nice one. Man, where's the special? Oh, come on, man. De Jong wenigstens. Okay, Frankie De Jong, I take that. Oh, Doppel-Walkout, komm! Warum nicht? Komm! Komm! Ja, nochmal eine Pop, Alter. Why not? Sehr gut. Und das zeigt sich wieder, Chat. Liegen SBC zahlt sich wieder aus. Gutes Futter. Gutes Futter von der Liegen SBC. Alright, komm. 10 Packs. Können wir noch gefühlt 5 Walkouts ziehen? Das wäre nice. 80 mal 5. Ja, Bernardo nehme ich mit. Vielleicht ein Doppeli. 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 Na, nehme ich trotzdem mit. 88 Rating. Also rein theoretisch kann ich auch schon mal ein bisschen Futter für Mbappé sammeln, ne? Ich habe so viel High Rating jetzt. Gerade 88, 89 in meinem Verein. Noch ein Informer. Oh, 40k Weidauer. Das ist lecker. Das ist zweiter und letzter Fuvi. Come on, yeah, man. Eine Special-Karte noch für mich, please. Mann. Oh, das ist ein Informer zumindest. Okay. Oh, 40k wieder für die nächste SBC gespart. Immerhin. Immerhin. Okay. Akulu. 83 Rating. Ja, nehme ich mit. 40k gespart wieder für eine SBC. Tasty Masty, sage ich dazu nur. Okay, vielleicht kriegen wir noch einen guten. Ich meine, da sind ja ein paar gute drin. Warum nicht? Mbappé einfach. Mbappé? Ich habe auch einen Haaland, komm. Rote Knockout und Haaland nehme ich auch. Was ist das? Oh mein Gott! Oh no. Oh no. Ist das jetzt CDB oder wie der heißt? Den habe ich, glaube ich, sogar, oder? Habe ich den? Das ist eh Schrott, Digga. Das ist eigentlich scheißegal, ob ich den habe oder nicht. Oh no, man. Oh noi. Oh noi, einfach Min-Price. Oh noi, man. Okay. Ginola oder Nothing? Ginola oder Nothing, Bruder. Gib mir Ginola oder Nothing. Oder Yaya. I take Yaya. Marquiso nehme ich auch noch. Marquiso würde sogar ins Team passen, glaube ich, heute. Boah, so ein Marquiso oder ein Yaya wäre echt nice. I take a Yaya, aber komm. Wer ist das? Morientes? Morientes habe ich gestern noch getestet, Digga. Ja, der Dings, die neue Version kostet nur 100k. Der kostet ja nix. Der kostet, glaube ich, nix. 89 Rating, aber immerhin. Immerhin 89 Rating zum Abgeben wieder, ja. Ich muss sagen, es ist. Kann man mal spielen hier und da, aber werde ich jetzt nicht. Obwohl ich kann einwechseln für die Kopfbälle. Aber für mich Futter am Ende des Tages. Come on, yay. Ich weiß nicht, wer ist gut? Van Dijk. Ich habe schon Van Dijk, ich weiß. Ich würde Van Dijk nehmen. Ich würde Salah nehmen. Son bräuchte ich eher nicht so. Ja, komm einfach rein.
Lautaro Martinez. 8,8 Rating. Ich weiß nicht, wie der Wert ist, aber ob der gut ist, aber notfalls kann ich ihn auch abgeben in Zukunft. 50k. 50 Fuvi. 8,8 Rating ist lecker. Okay, gehen wir rein in die Weekend League. 10 Spiele wahrscheinlich wie immer. Vielleicht auch nur 9, je nachdem wie es läuft. Wir schauen mal. Das ist das Team. Not the best. Aber auch not the worst. 30 Chemie. Aber dafür haben wir ein paar lila Karten eingebaut. Simankan, der von anders vertreten wird. Maybe kann man da einen Blick riskieren, die kommenden Tage, wenn der so auf 25-20k runtergeht. Ich weiß nicht. Wenn er weiterkommt, sind das schon einige Upgrades mit leckeren anderen Sachen, die noch dazu kommen. Kann man überlegen. Ich überlege auf jeden Fall, ob ich da vielleicht da ein bisschen reingehe. Dann haben wir noch Koulibaly. 78 Antritt nur, also könnte nicht gut sein. Ich kann, wenn er die ersten Spiele reinscheißt, ohne Probleme Van Dijk reinstellen. Ne? Da geht Mané off Camera, jetzt gehen wir den Trainer auch wieder hin. Wir schauen mal, wir geben ihm eine Chance. Leimer haben ja die Tage gezogen. Den testen wir heute auf jeden Fall auf der 6, 8, je nachdem wie es läuft. Also auf jeden Fall 6er Position, weil in der Halbzeit werde ich dann wahrscheinlich Epoutea reinbringen für Michael Ballack. Und dann haben wir noch den guten Mané vorne. Sieht sehr gut aus, meiner Meinung nach. Sieht jetzt schon sehr krass aus. Wenn er noch ein paar Upgrades bekommt, wird er dann wahrscheinlich noch besser sein. Und ja, wir haben auf der Bank noch einige Spieler. Ne? Batscha, wir haben Rapinoe, wir haben Guardado. Ja, wir haben ein paar Spieler, die wir hier auf jeden Fall noch bringen können, wenn es nicht läuft. Und dann würde ich sagen, ja, komm, ja. Okay, lass mal sehen. Lass mal sehen den ersten Gegner. Ui. Ui, 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 ui. Das ist ein nice Team, man. Und ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Außer wieder die Linie runterlaufen wie so ein Crackhead. Und Golasso, my friend! Golasso! Sit the fuck down, mate. Oh, das ist... Alter, Koulibaly, Digga. Ey, bist du betrunken? Digga, es ist. Ey, das Spiel kann ich. Ey, das ist ernst meinen, ey. Das Mann, ey. Einfach mal ein bisschen Glück haben, weil der Gegner verblödet ist, Alter. Ich hab geschossen! Ey, was haben die mit meinem Son gemacht, Digga? Digga, willst du mich verarschen, Van Dijk? Ey, Van Dijk, warum stehst du denn da so am Arsch der Welt, Mann? Was ein Stellungsspiel! Ich wechsle an, das ist ja noch scheiße, Mann! Bitch. Einfach ungenießbar. Komm, Son, jetzt. Please, Son. Ja, rot, dann rot. Ja, dann ist rot, Bruder. Kann mir einer erklären, was das Spiel hier gerade macht? Was spiele ich hier, Chat? Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade spiele für ein Spiel, Mann. Das wird Woche für Woche irgendwie für immer vercrackt, Alter. Eigentlich muss man sich wirklich irgendwie... Ich mach das zwar nicht, aber... Ja, ja. Komm, quitt einfach. Zu spät, Mann. Quitt einfach jetzt. Geh mir nicht auf den Sack. Quitt einfach. Sehr gut. Da bin ich auch 0-1 gestartet, dann habe ich glaube ich 9-1 geholt oder so, oder 8-2. Ballrolle durch mein... Ey, ich kann nicht mehr. Was soll ich noch mehr machen? Kannst doch nur über die Außen kommen, weil in der Mitte alles so voll ist. Der Idiot lässt mir ja keine andere Wahl, außer über die Außen zu kommen.
Und da hast du den Finesse-Shot. Geil. Macht richtig Spaß, dann so Tore so zu schießen, um zu gewinnen. Barnett Athletic. Boah, wieder so ein starkes Team. Digga, Son, Alter, abgefälscht, okay. Du kannst halt nur so die Tore schießen halt. Boring as fuck, aber ja. Yeah. Stark, Son. Oh Mann, ey. Der kann sogar Torten move, der Gegner, ey. Na, ja, der hat Pech. Kalin Baba. Das sieht, okay, sieht so crazy aus mit Rui Costa und so. Boah, ey, schon ein Tigerschuss. Komm hier. A-Train. A-Train! Easy Goal für ihn. Macht ja gar keinen Spaß, Digga. So oder was? Dann laufe ich immer so und dann mache ich hier so. So oder was? Und so, dann holt man dann 20-0. Game of Thrones. Was, wer soll das sein? Strons. Boah, Testé. Oh mein Gott. Pirlo. Holy, holy. Junge, was ist das für ein krasses Team? Ey, Train, nein, der Tort gemoven, Mann. Dieses Tort gemoven, Mann. Ich krieg noch Kopfschmerzen. So. Ja, bewegt jetzt ein Torwart! Bewegt jetzt ein Torwart! Bewegt jetzt ein Torwart, Junge! Ich bleib, glaube ich, bei meiner 4-3-2-1 von Payne. Bin ich ehrlich, Bock mehr. Post-Twitch heißt der nächste Gegner. Boah, starke Verteidigung. Boah, Salah, oh mein Gott, er spielt diese Rapinoe. Okay. Komm mal, Digga, ich hab grün getroffen. War eigentlich auf Mané geplant, aber nehme ich. Aua, aua, Neymar, aua, Neymar, aua, du Vollidiot, Mann. Doppel-1, wo ist die Deckung denn? Wo ist die Doppel-1-Deckung, Alter? Hey! Digga! Digga, es fuckt einfach nur ab manchmal, Alter, das Spiel, ey! Immer nur so Müllscheiße, Mann. Nicht ein Tor ist gut rausgespielt vom Gegner. Ich sag nicht, dass meine Tore schön rausgespielt sind, aber... Spiel ich da gegen den ganz normal, wird schießt ganz an nur diese scheiß Kontertore gegen mich und dann macht er noch einen Creedy, Alter. Wissen die gar nicht zu schätzen, die ganzen Meckisse. Nee, keine Ahnung, ich kann hier nicht angreifen mit der Formation. Trotzdem krass, kommen hier Dings.
Ist besser, Jungs. Ist besser. Ich brauche das, dieses Schnelle. Ich musste Linientaktik machen, Alter. Ich habe alles probiert vorher, Jungs. Finesse, Trivella, nur mal reinzuspielen, R1, ich habe alles probiert. Am Ende geht nur die scheiß Linientaktik. Oh, bitte mal. Oh nein, Gala, ich bin am Arsch. Und noch ein Schwitzerspiel hinterher. Und Salah und Raul. Der, man weiß immer der Finesse mit Raul und Salah. Boah, was ein Lucky Tor, Alter. Der stand eigentlich vor mir. Ich feiere es gar nicht eigentlich, aber. Mané, starker Schuss. Okay. So unnötig das Gegentor, ey. Was ein unnötiges Gegentor. Ich hätte so oft das 3-0 machen können. Jetzt steht es einfach 2-1. Ey, Train, come on. Jetzt muss ich das beenden. Mal das vierte auch noch ganz vorbei. Mal das. Digga, ich hätte direkt Fünferkette machen sollen. Ich bin so. Danke, Son. Vielen Dank, Son, Alter. Hat mich gerettet hier. So. Vinicius, danke mal. Ach, danke. Vinicius ist der nächste Gegner oder Gegnerin. Kriegen wir ein Mädchen eigentlich auch mit hier mit dem Wappen. Ja, okay, jetzt sehen wir wieder nicht das Trikot. Das Team. Sie spielt. Adeyemi, Tavis, Williams, McManaman, Kimmich, okay. Touré, Beasley, Van Dijk, okay, nicht unterschätzen. Na, ist halt so, Cutback, 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 was soll ich machen, Chat? Alter, das ist auch so dumm hier, ey. Der ist so schlecht von mir. Nein, hat zum Glück. Nein, hat wieder Glück. Digga, es kann doch nicht wahr sein, wie er sich da durchsetzt. Ja, gib mir hier einen Freistoß. Attack that. Bam, Junge! Die EA ist auf meiner Seite auf einmal. Oh, auf jetzt geht glaube ich alles, oder? Jeder Pass, jede Drehung. Elfmeter. Jawohl, stark, Mané. Kann Dijk so am reinscheißen. Stark. Der geht raus, perfekt. Das war es, was ich gemacht habe, Chat. Ich habe einfach die andere 4-3-2-1 gespielt. Guck mal, deswegen sag ich ja, Taktik ist so wichtig, Digi. Okay, gerade zur Teambewertung. Koulibaly hat erstes Spiel nicht so gut gespielt und danach fand ich, hat er 9 Spiele durchrasiert. Ja, man sollte ihn wahrscheinlich mit einem Spieler, also einem IV spielen, der schnell ist, ja, der die Laufduell gehen kann. Ich würde sagen, der ist so ein Typ Van Dijk in günstig, ne? Und natürlich auch schwieriger zu linken, weil der Saudi League ist, aber wenn du die Spieler hast, die ich jetzt zum Beispiel untradet habe, dann kannst du ihn einbauen und dafür ist er wirklich Preis-Leistung super top. Also, Zweikampfgeist gestört, also der hat einen fetten Körper. Wenn du dieses fortgeschrittene Verteidigung machst und die ganze Zeit dieses Ziehen machst oder dieses Rempeln, ja, das ist so gestört, wenn du das mal richtig einsetzen kannst in perfekten Timing, kriegst du jedes Mal den Ball und ist nie faul und so. Ja, Stellungsspiel, gewinnt gefühlt jedes, ich habe glaube ich jedes Kopfballduell heute gewonnen und auch sehr wichtig, ja, bei den Eckbällen und so. Also für den Preis und dafür, dass er eine Live-Karte ist, finde ich ihn echt top, Mann. Also muss ich sagen, wenn du ihn einbauen kannst,
ich würde sagen, so ein bisschen Cheap Van Dijk als Live-Karte noch, muss man dadurch sagen. Dass eine Live-Karte hätte sich wahrscheinlich sogar ein bisschen noch vom Preis her. Wir haben ja bald Black Friday, aber ich glaube, der könnte sogar wieder steigen oder vom Preis sich halten. Ein Van Dijk zum Beispiel wird sich wahrscheinlich jetzt Woche, Tag für Tag ein bisschen immer wieder runtergehen, bis er irgendwann nur noch bei 100k oder weniger ist. Simankan war auch gut gewesen, fand ich auch gut, hatte hier da mal 1, 2, 3 vielleicht nicht so gute Aktionen gehabt, aber für mich ist er so ein Balance-Spieler, so ein Zwischending zwischen Van Dijk und Koundé, irgendwie sowas zwischen. Ja, er kann von allen bisschen was, aber nichts so übertrieben krass. Ja, also ich fand, die Kombi war mit den beiden jetzt in Ordnung gewesen. Kommt man so spielen jetzt mit den beiden, weil der halt schon Balance ist. Auch hier muss ich aber natürlich sagen, er wird jetzt dir keine Laufduelle gewinnen, ne? Wie keine Ahnung wer. Ich weiß auch gar nicht, welcher IV jetzt gerade noch die Laufduelle gewinnen kann, weil ich habe letztens Koundé gespielt, hat auch die Laufduelle nicht gewonnen. Also ja, trotzdem wäre ziemlich balanced, beweglicher als Koulibaly, dafür nicht so robust wie der. Hat mir auch gut gefallen, Preis-Leistung, ja, 30.000 ist ja in meiner Meinung sogar echt ein Witz. Plus, das ist anders. Ja, anders vertritt ihn. Also ich gehe davon aus, dass anders schon einige Punkte holen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass er sich qualifiziert. Und wenn du da anguckst, das ist ein, da geht er auf einen 88. Ja, also wenn du Zeit hast und du sagst, er passt mein Team, ich glaube nicht, dass du mit ihm Verlust machst. Eher das Gegenteil. Also ich glaube, den kannst du spielen und dann easy wahrscheinlich noch später in die Upgrade-Stars sind oder Kosten und Upgrade sogar mit Profit verkaufen. Stabile Karte auf jeden Fall für die Bundesliga. Leimer war okay gewesen, hat mir gefallen. Hat sein Ding so gemacht, aber ich bin ehrlich, wir haben ja letztens gespielt, Chat nochmal, als ZDM, den ich geil fand. Ich überlege gerade, Witze. Ich bin ehrlich, ich finde Witze besser. Klingt jetzt ein bisschen weird, aber irgendwie, ja, das ist genau das, was ich bei den meisten Sechser immer bemerken will. Er ist irgendwie nicht so krass nochmal, so mit der Beweglichkeit und den Pässen und so, finde ich. Also der lässt sich auf jeden Fall ein bisschen schlechter bewegen als ein Witzel und die Pässe kommen irgendwie nicht so geil an wie bei Witzel. Ja, defensiv ist in Ordnung und wie gesagt, er bringt mehr mit als der meiste oder als die meisten Sechser, die sich nicht bewegen können. Der lässt sich schon gut bewegen für einen Sechser, aber wie gesagt, Witze finde ich dann nochmal besser irgendwie. Deswegen feiere ich Witze auch so krass. Also für mich bis jetzt immer noch der beste Sechser für mich untrade. Ich würde ihn immer jetzt bevorzugen anstatt Leimer, aber auch eine stabile Karte gewesen. Würde ich aber niemals 200k bezahlen, wenn man einen Witze für einen Season Pass mitnehmen kann. Und dann haben wir noch, ja, eigentlich noch Mané, ne? Mané haben wir eigentlich noch und seht ihr, 15 Scorer-Punkte, 8 Tore, 7 Vorlagen. Ist eine gute Karte, ist eine OP-Karte. Ist jetzt nichts, was er so richtig krass kann, aber das gefällt mir an denen. Ist halbwegs schnell, ja, wenn du den irgendwie durchsteckst, ist er durch. Ist aber jetzt auch nicht so einer, der die komplett einen überrennen kann, wie ein Vinicius Junior oder so. Schuss war sehr stabil gewesen mit beiden Füßen. Aber auch nichts geistgestört, weil er halt nicht diesen, oh, der hat sogar Finesse-Trade. Habe ich gar nicht gemacht. Ich habe einfach Power-Schüsse aufgemacht. Pässe waren solide gewesen und das Dribbling war sogar solide gewesen. Ohne ihn zu boosten, der hat ja schon 90 Dribbling. Dribbling war auch solide gewesen, also so ein perfekter Rounder, den man echt spielen kann. Also wenn du nichts Besonderes suchst, wie ein Langsy Kane oder ein Finesse-Shot, Son, ja, der ein bisschen nur Finesse-Shot kann, aber der kann von allen etwas. Also so ein guter Rounder, plus ist wieder eine Live-Karte, wenn er hier noch ein paar Punkte holt, könnte er richtig krass werden, besonders wenn er die 5-Sterne-Skills noch holt. Ob der auf den Preis sich jetzt lohnt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich kann den Markt jetzt schwierig abschätzen, kurz vor Black Friday, kann sein, dass er nach unten geht, kann sein, dass er irgendwie durch die ersten Turniere und durch den ersten Hype von E-Sportler nach oben geht, ne? Also das ist immer wichtig natürlich, der E-Sportler muss performen. Wenn er jetzt zum Beispiel jetzt die ersten Turniere nicht performt, dann sehe ich auch eher den Weg nach unten. Also ist schon eine Gamble-Karte. Ich würde ihn eher für den Preis jetzt erstmal nicht holen, weil ich, ja, weiß man nie, ne? Und wie gesagt, er ist glaube ich kein Favorite, dieser H1 Dalgo, ich kenne ihn nicht. Aber wie gesagt, das ist ja das Krasse, wenn der jetzt auf einmal rasiert, geht er wahrscheinlich den Preis nach oben, weil keiner damit rechnet, dass er gewinnt. Im Großen und Ganzen war es ein cooles Team, hatten meiner Meinung nach nur ein, zwei Schwachstellen. Ballack war die große Schwachstelle, habe ich direkt eigentlich ausgewechselt mit Poter, merkt man direkt einen Unterschied. Und ich bin ehrlich, ich will nicht sagen, ich bereue es, Son gemacht zu haben, aber irgendwie kriege ich nichts hin außer Finesse mit denen. Ich kann nur finessen und ab und zu natürlich vom Tor finishen. Aber dieses Tripling ist echt, boah, ich finde das echt nicht gut von ihm. Ich muss, glaube ich, dann Tripling noch mehr boosten. Ja, irgendwie Ich feiere es nicht. Sehr schlechtes Dribbling meiner Meinung nach mit ihm. Hat mir heute ein, zwei Chancen kaputt gemacht. Okay, Inform-Pick. Gönn was Geiles, yay. Wäre lustig. Komm, gib mir einfach Son. Warum nicht? Für den Fun. Für den Witz. Gib mir einfach Son für den Witz. Warum nicht? Komm.
Einfach für, auf lustig so, so ha-hi-mäßig. Einfach Son geben, warum nicht? Jeku, das Sunset. Naja. Berlin Gold wäre auch geil. Testing würde ich auch nehmen. Just for fun, Testing, warum nicht? Upamecano, Alter, Rapinö! Ist Upamecano was wert? Digga, den hätte ich sogar heute spielen können, rein theoretisch. Upamecano? 105.000, Alter! Boah, das sieht auch krass aus, ne? Mostly Lengthy kannst du den machen mit Shadow. Boah, das ist richtig brutal. Der hat 99 Sprintspeed, wenn du den in Shadow gibst. Das waren nicht so viele Trades. Boah, das ist aber echt nice. Das können wir vielleicht am. Ja, mal gucken. Vielleicht am Sonntag nochmal testen.